Wahrscheinlich jetzt hier durch die Tür oder durchs Fenster. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Danke, Mutter. Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Ja, Mutti. Ja, unser Vater ist gerade gestorben, aber alles wird gut. Und unsere ganzen Freunde, die wir hier lebenlang kennengelernt haben. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Wenn du Hugo alleine lässt, macht er Geräusche. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama! Shh. Ja, aber sehr blind. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh, mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt hat sich, geklappt. Versteht euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später jetzt wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Unsere ganzen Freunde und Familie. Feiglinge. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. Komm her, Brüderchen. Hoch mit dir. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Aber Robert der Rüh ist kein ein Freund kleiner der Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Los. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Dieses Geräusch. Gut, das gehen wir. Von da drüben. Ist die Schleuder so laut? Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Man kaum werfe ich, sagte ich, gehen wir. Naja, die hat schon geahnt, dass du triffst. Es wird ein sehr schleichlastiges Game. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird dir. Was für ein Topf, wo halt das Tableau geworden? Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Ah. Achso, und jetzt die 6 oder was? Oh nee. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Was war denn das? Los jetzt. Oh nein, gleich geschafft. Nein. Meine Hand gut fest. Es ist auf jeden Fall jetzt schon sehr spannend, das Spiel, muss ich sagen. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst. Ich hab dich schon losgelassen. Ist gut. Ruhe kann sich durch enge Räume drücken. Drück Q, um ihn zu Berlin durchzugehen. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Wer
kaum Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Oh, mit Feuer. Kommt mit. Wo ist sie hin? Da vorne. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Das ist alles noch Tutorial sozusagen. So ein bisschen wahrscheinlich, ja. Alles gut, Hugo. Ja. Wo ist Mutti? Nach links. Sei es helfig. So geht das. Danke. Gerne. Er ist so höflich. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Bleibt hier. Na gut. Lass ihn nochmal durch. Wir haben hier noch Töpfe. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Das sehe ich mir besser an. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Okay. Hier lang. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Wahrscheinlich die andere Seite. Nee, ich habe ihn schon wieder. Ich wusste nicht, ob ich loslassen muss. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Wenn ich immer so viel Zeit habe zum Auswählen, ist das gut. Ja, das ist ja nicht normal. Das klappt. Und jetzt geht's. Na los. Ich sollte mich beruhigen. Ihr lebt! Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Wir kriegen Hilfe, Gott sei Dank. Mein Schatz. Und da sind wir nur noch zu dritt. Versteck dich! Schnell! Madame, Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Und wir sind leise. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester, den Jungen. Soldaten, hier lang.
Was ist los? Wo ist Mama? Oh. Später nach. Lauf, so schnell du kannst. Die Erde geht gleich los, Micha. Das passt doch gerade gut. Drink, Bitch, ja klar. Das weiß ich selbst nicht, wo wir hinlaufen. Einfach den Fluss. Bin ich auf Fluss? Ist noch nicht mal Fluss. Der müsste gleich kommen. Ja, die darf man nicht schnappen, das ist richtig. Oh, was ist hier los? Guck mal, hier kommen die ganzen Monster aus dem Boden. Da ist der Fluss. Sie sind überall. Was, dann springen wir mal, ne? Tief Luft holen. Spring! Und halt ihn doch fest dabei, wenn du reinspringst. Und damit Kapitel 2. Die Fremden. Jetzt trinken wir gerne. Danke, Micha. Ging natürlich jetzt bei dem Lärm des Spiels unter das. Der Sound Alert. Ich hab gar keinen mitgekriegt. Es kam kurz Drink, Bitch. Okay. Das kam kurz. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja, ist relativ, ich krieg's nicht lauter. Du musst dir das Spiel leiser machen. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hoffen wir. So, jetzt sind wir zwei Waisen. Und sie hat die Aufgabe, auf ihren Bruder aufzupassen. Auch total toll, wenn man sieht, dass beide Elternteile sterben vor deinen eigenen Augen. Und er es nicht weiß, Hugo. Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. So, suche Hilfe. Wir schauen uns natürlich wieder um. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns hier jetzt erstmal keine weitere Gefahr droht. Vorerst. Das denke ich auch nicht. Aber jetzt wissen wir... Am besten vielleicht die Klamotten hier gleich mitnehmen. Wo? Andere Seite. Da, welche Leine? Nein. Muss so. Hätte sein können, wenn es heiß trocken werden. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Versuch das halt mal so einem kleinen Kind klar zu machen. Ja, gerade, dass es gerade live passiert ist. Wo sind denn nur alle? Das frage ich mich auch. Im Dorf? Wo alles rumsteht, Essen, Trinken, aber sonst nichts. Also kein Mensch. Ein Amulett. Oh, Mama hat mir mal eins geschenkt. Mir auch. Das muss jemand verloren haben. Wir sollten es mitnehmen. Es könnte nützlich sein. Es wird uns beschützen. Ja, so weit wird es mal nicht gehen. Geschenke. Amulette und Talismane. Da die Pest bei der Bevölkerung für große Entsetzen sorgt, was wir übrigens hier noch nicht wissen, versorgen die Leute sich aus Angst und Aberglauben mit Talisman und stellen diese selbst her. Skrupellose Handwerker verdienen Unsummen mit dem Verkauf von Ringen und Halsketten aus beliebigem Material. Dieser absurde Plunderer soll die vom Aberglauben geplagten Bürger vom Bösen schützen. Okay. Wer weiß, wofür wir den brauchen. Schauen wir uns erstmal hier schön um. Ich sehe Pferdchen. Ich gehe auch davon aus, wir werden das Spiel heute nicht durchspielen. Das hat mir etwas... Ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Das ist halt ein Kind, was mehrere Jahre lang, wenn der 4 ist oder 5 ist, nur auf dem in seinem Zimmer gelebt hat. Ja. Und der Vielei auf dem Hof. Wer weiß, kennt das alles nicht. Bei Hof, da würde er die Tiere kennen. Kennst du denn dahinter? Kommst du nicht rum, schleichen wir? Wird eher eine Gans sein. Meine ich ja. Oh,
Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber yes. Ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Ja, das ist ein Kind. Nur weil er nicht weiß, was passiert ist. Da denkt er natürlich nicht sachlich. Fenster sind hier zu allesamt. Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Auch alles zu. Aber ja, der Anfang war schon... Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Oh, die gehen klar alle rein, wenn die uns sehen. Nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Niemand will mit uns reden. Kannst du noch an der Tür? Ja, ich gucke jetzt mal, ob es hier Sackgasse ist oder ob es hier weitergeht. Das ganze Fleisch ist ja alles vergammelt. Jemand hier? Das Kind ist weggerannt. Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Ruhm wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Ich muss ringlaufen. Was ist denn hier nur los? Ah ja, hat selbst nachgeguckt. Okay. Ist nett. Ist die Frage, gehen wir hier lang oder gehen wir zur Brücke rüber? Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Aber ich bin die Tochter eures Herrn! So, wir nehmen ein paar Steinchen mit. Wenn hier Steinchen rumliegen, ist das nicht umsonst. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden. Bitte helft uns. Ich weiß, ihr seid da. Wer ist da? Schert euch weg. Ich will nicht, dass man euch vor meiner Tür sieht. Was für ein furchtbarer Kerl. Komm, Hugo. Nicht nett, zumindest. Da muss ja die gesamte Stadt eigentlich wissen, dass so eine Jagd auf den Jungen gemacht wird, wenn sie sich alle so weigern. Ich glaube, die kennen uns nicht mal. Ich glaube, die wissen nicht mal, wer wir sind. Na doch, wenn sie sagt, sie ist die Tochter des Herrn, das heißt, muss ja königlich sein. Oder ist sie dir einfach egal, weil sie andere Sorgen haben. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Okay, wir gehen zurück. Da waren wir vorhin. Und dann gehen wir hinten lang, bitte. Wir kamen von da. Vielleicht markiert das X die Stelle, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich. Ganz unauffällig. Hat jemand was auf die Türen gemalt? Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Können wir die Tür anfassen? Wir wollen mit einem guten Beispiel vorangehen. Und deinen wunderschönen guten Namen, Corinna. Ich. Hi. Wir kriegen alles mit, wenn sich jemand... Ja, gehören die Äpfel an den Bäumen allen? So wie die Dinge im Moment stehen, ja. Du hast doch Hunger, mein Lieber. Oh, danke. Ess mal schön dein Äpfelchen. Ist gesund. Viele Vitamine. Das sieht jetzt süß aus, wie er seinen Apfel beißt. Und keine Bissschuhen hinterlässt. Sind ja alle krank hier.
Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Drüben wird's lauter. Wir müssen dann wohl in die Richtung. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Das klingt eher nach Scheiterhaufen. Mhm. Gegrillt klingt interessant. Aber es riecht ja nach Gegrillten. Mein Gott. Gegrillt ist. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Warum müssen wir schon wieder rennen? Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Ich suche Hilfe, aber ja. Warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Echt? Wir müssen uns verstecken, Amicia! Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Muss nur warten, warte! Bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Was soll dieser Lärm? Warum ist das schon wieder so ein Versteckspiel? Kann ich die nicht von hinten überwältigen oder sowas? Komm. Ich glaube, das wird die ganze Zeit so gehen. Hast du geschafft. Juhu. Was für ein Spiel habe ich mir denn rausgesucht? Dem haben wir es gezeigt. Süß. Tschüss. Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Warum verfolgen die armen Kinder, ey? Da, die Mauer. Sie kommen. Schnell, schnell. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Ich mach das jetzt einfach mal. Keinen Plan, ob das richtig ist. Wird schon so stimmen. Gut, jetzt können wir raufklettern. Ach, so ein Stress hier. Du wirst ihn schon da hochheben müssen. Hier war nichts. Ah. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Schön, dass sie von alleine anpasst. Kletter hoch, ich helfe dir. Oh, wenn das Spiel die ganze Zeit nur Flucht ist, ey. Prost, Mahlzeit. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit. Sie kommen. Sie,
Sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen. Pass auf! Wenn ich treffen würde. Na los, komm schon! Starker Junge! Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch vor. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Nein, Amicia, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Danke für den Hinweis. Hatte ich auch gar nicht vor, ich habe die falsche Taste gedrückt.